Heute kommt das Finale der zweiten Welt. Doch Toadette hat erstmal genug. Wir haben jetzt als nächstes die Yoshis an der Reihe. Falls ihr es nicht wusstet, Yahoo, alle haben einen anderen Sound. Wahoo! Yoshi? Und? Wahoo! Jetzt natürlich alles nach der Reihe. Also den Grünen, mein Liebling. Mit dem fangen wir an. Die, oh, wie der aussieht, die auf der Overworld. Ich finde das halt so super, dass die heutzutage wieder zurückgehen in das klassische Design von Yoshi, wo er so einen komischen, krummen Rücken hat, diesen komischen Gesichtsausdruck von Mario World. Ich liebe es, ganz ehrlich. Ich finde das so cool einfach. Oh. Nächstes Level ist Countdown am Himmel. Was nehmen wir? Nehmen wir nicht so ein Noob-Ding. Nehmen wir mal so... Was passiert damit mit Yoshi, wenn er die falsche Mütze hat? Das will ich jetzt wissen. Okay, also Yoshi kann essen. Und... Flutterjump. Das hier funktioniert bei ihm nicht. Und... Der hat so die grüne Luigi-Yoshi-Mütze. Das ist cool. Okay, ich bin vorsichtig. Pass auf. Oh, Yoshi kriegt Hunger. Wie der aussieht. Hey, das ist genauso wie in Yoshi's Island. Das ist ja cool. Um diese Plattform kann man nur eine bestimmte Anzahl lang springen. Oh, diese Melone-Piranhas. Das sind jetzt schon meine Favorites. Die sind cool. I like them. Ja, wir werden nach diesem Level direkt, wahrscheinlich direkt, Bowser Jr. herausfordern. Damit er endlich mal aufhört mit seinen Faxen. Oh, da können wir drauf springen. Zumindest mit Yoshi. Oh. Oh. Wenn das so ist. Wie Yoshi da reingegangen ist. Okay. Das war falsch. Hä? Was? Ich kann aber auch cheaten. Okay, ich weiß nicht genau, wie man es hätte machen sollen, ehrlich gesagt. Ich kann es euch nicht sagen, ich weiß es gerade nicht. Aber wir haben es trotzdem irgendwie gecheatet. Funktioniert. Wunderbar. Bom, bom, bom. Wie süß Yoshi einfach kommt. Ich finde Yoshi einfach so süß im Spiel. Frag mich nicht. Das ist super. Das entdeckt sich auch an der Zeit. Ja, seht ihr? Das lädt sich auf. Ah. Interesting. Oh! Yoshi kann nicht sterben, er kann trotzdem gehittet werden und kurz danach kriegt er trotzdem einen Knockout. Das ist natürlich nicht so gut. Ist hier nichts mehr? Ich habe das Gefühl, ist noch was, wenn man alles einsammelt. Ne, schauen wir nicht. Okay, ich habe irgendwie gedacht, da wäre noch was. Jetzt habe ich geblieben. Nom! Wow! Ja, Müll. Was kommt raus? Müll kommt raus! Yippie! Was fehlt uns alles noch? Okay, eine Zehnermünze. Ach, schade. Fehlt nicht. Ach, nicht du! Was willst du denn hier? Komm mal her, du. Nom. Wie war geguckt dazu? Hä? Achso, ja, okay. Yoshi ist so böse. Und jetzt? Ah, Yoshi fällt! Aber er ist unbesiegbar. Noch ein Stern! Yes! Da! Da unten! Nein! Nein! Komm schon! Jetzt! Yeah! Und werden in Sicherheit gebracht. Willkommen zurück! Genau das! Ja, und wie ich es verstanden habe, ich bin einfach Pro-Gamer! Wie ihr sicherlich wisst. Wo darf ich hoch? Ich glaube, ohne Yoshi wäre das Level schon ein bisschen schwieriger. Ich kann nicht nach oben die Zunge machen. Na gut. Was soll ich mit dem Plattform hier? Weiß nicht genau. Ja, Lakitu kommt an der Zeit einfach. Aua! Erster Treffer. Ja, das ist halt leider wieder zurück. Und ich kann meinen Mund haben. Oh nein! Runter, runter, runter. Runter, runter. Und gib mir das. Danke. Bubble Flower habe ich lieber jetzt im Moment. Gib mal her hier, ich hab Hunger. Yam yam yam. Bloing. Ist das Ende? Da haben wir alles. Tschüssi, man sieht sich. Ja, okay, ich sehe schon, wie man eigentlich hochkommen soll, aber ich fliege einfach drüber, weil ich's kann. Und Yoshi ist böse.
Ich mag Melonensamen nicht. Hä, ist das verbuggt? Hä, soll das so? Ich hab das Gefühl, das soll nicht so. Okay. Ah, schau, wie glücklich Yoshi da oben ist. Ach, das ist so. Bin so fröhlich. Oh. Was ist denn hier? Verschnaufspause immer im Kreis. Aua! Yippie! Yoshi! Toads sind Einwohner des Pilzkönigreichs. Und nein, das sind keine großen hyritere Köpfe. Oh, die haben gerade die Antwort bekommen. Haben wir gerade eine Antwort bekommen zu unseren Fragen, die wir zu den Toads immer hatten. Ich muss das aber nochmal offscreen nochmal kurz pausieren, weil ich habe gerade nicht verstanden, wie rum es war. Aber wir hatten eine Antwort. Alright! So, dann würde ich sagen, können wir eigentlich losgehen, ne? Ja, ich habe die anderen Level noch nicht gemacht im Moment. Ich hole es ja wie gesagt noch nach. Ja, okay. Ich denke, wir haben alles. Auf zu Bowser Jr., der sich mal wieder hier versteckt. Palast des Wölkchengebirges. 4 Sterne. Okay, komm. Der nicht sterben kann. Kriegen wir das schon hin. Also doch, Yoshi kann sterben durch, ne, runterfallen und Lava und alles. Gruselig, aber ist das Schnee? Ist das schick? Muss doch so ein Tor untergehen, das wäre doch cool. Wow, was zum... Knochenpiranhas, kennen wir die? Ich kann mich nicht an die erinnern. Oh Gott, die können sogar sich bewegen! Ah, ich schieße Knochen. Aua! Ja, da können wir sehen, Yoshi kann auch sterben. Not good! Ja... Indeed, indeed. Müssen wir aufpassen. Okay, also da sollen wir nicht runter, aber ich wette, das bewegt noch irgendeine andere Röhre, oder? Nee, irgendwie nicht. Aber wir können Feuer mitnehmen! Bam! Da können wir Feuer speien! So wie der rote Yoshi! Also nicht in diesem Spiel, aber in anderen Spielen kann der rote Yoshi das. Dazu komme ich aber dann noch, wenn ich die anderen Yoshis spiele. Zu denen sage ich dann auch alle was. Ah! Da, aha! Schau mal da. Sollen wir da rein? Ich habe das Gefühl, man soll in die Röhre rein. Oh, was? Nicht? Ich verstehe es nicht. Da war aber auch gerade was, also vielleicht ist da auch nichts. Ich lasse es erstmal. Because I don't understand. Ah, verdammt, das... Aua. Das ist gemein, hört auf mich zu treffen. Es tut weh. Nicht? Ah! Ich bin manchmal ein bisschen verwundert wegen den Röhren. Falls es nicht merkt. Woho! Dann kriegen wir eigentlich wieder mal ein neues Yoshi-Spiel, Nintendo. Ich weiß, das letzte war ja nicht so gut. Es war relativ mit. Aber wie wäre es mit einem neuen? Oh, ich verstehe, ich verstehe. Jetzt. Damit es hochgeht. Warte. Ja. Fast. Ja. Nein. Das ist schwer. Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Wow, 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 wow. Wie ich aussehe. Bäh, bäh. Ich bin so ein Riesendino. Bäh, bäh. Das ist ja cool. Ja. Aber das feiere ich, das ist cool. Kann ich da runter? Kann ich da rein? Oh, ich kann da rein. Wow. Mir fehlen. Oh, mir fehlen noch sehr viel. Oh no. Ich habe bestimmt schon was verpasst, oder? Aua. Bläh. Bläh, bläh. Genau so. Ja, gut. Ja, geh mal her. Gut. Oh. Hey. Lassen sich da nicht. Ah, ich kann ihn hier so nicht killen, okay. Kann ich da lang? Kann ich da lang? Kann ich da lang? Von der anderen Seite vielleicht. Oh. Da ist eine 10er Münze.
Bitte, es ist die zweite, bitte, es ist die zweite. Es ist die zweite. Wunderbar. Wunderbar, ich bitte dir. Wie ist die dritte? Wie sagt die dritte? Huh. Was ging. Aua. Ey, das ging schnell. Über laut und leise. Oh, aua. Weil so viel Treffer nicht genommen habe, ich eigentlich schon längst tot. Eigentlich. Aber hier nicht. Kann ich da hoch? Ich habe das Gefühl, da kann man hoch. Aber ich schaff's nicht. Schade. Schade, schade, aber ist egal. Jetzt müssen wir erstmal einen epischen Kampf machen. Okay, die Nails haben nicht so gut funktioniert hier, aber egal. Egal, egal, egal. Yeah. Ein Power-Up, was ich nicht brauche als Yoshi. Und ja, andere Leute können auf mir reiten. Wo ich nochmal gesagt haben. Also wirklich alle, auch wenn es kein Yoshi ist. Hey! Ihr seid das ja! Seid den ganzen Weg hier hochgeklettert, nur mit mir zu spielen, ja? Hm, tja, wenn ihr unbedingt spielen wollt, dann spielt ihr mit euch. Mit Wunderkraft kann ich total heftige Sachen machen, Alter. Also übt besser jetzt schon mal eure besten Panikschreie. Popo, hihi. Alter, was denkt ihr, wer er ist? Was denkt er? Ich dachte, ich könnte auf ihn draufspringen, das kann ich aber nicht. Ich gebe mein Bestes, mich nicht treffen zu lassen, auch wenn es nichts bringt. So, jetzt verwandelt er sich wieder in seinen. In Bowser's Inside Story Bowser, der blaue. War das vereist oder was hier? Ja, vereist. Aber ist immer noch langsam. Ist immer noch super langsam. Boah. Na komm. Bam! Wow, wow! Oh, 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 oh. Was zum. Was ist denn jetzt los? Oh, alles klebrig, alles Honig. Und der Hintergrund auch voller Honig. Boah, ich weiß nicht. Seid ihr so ein Honig-Fan? Boing. Boingo, boingo, boingo. Was kommt jetzt, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Ist das wütend? Naja. Naja. Das war's schon. Nee. Ah, wir zwei Runden machen diesmal. Nein, komm her! Bam! Nein! Aua! Kill ihn doch! Meine Güte, da kommt schon Gumba, so lange hab ich gebraucht. Oh Mann. Ja, Yoshi stolz, ich aber auch ein wenig anders. Du bist komisch. Hauptsächlich wegen dem Jumper, glaube ich. Und da haben wir es. Den Königsam! Ja, wie Mario Galaxy 2, Yoshi ist der eigentliche MVP hier. Oh yeah. Und das zweite Schloss ist somit auch befreit. Wie Yoshi guckt. Was macht ihr? Die jodeln. Yoshi und der Prinz können aufatmen. Der Königssamen des Wölkchengebirges gehört nun ihnen. Doch der Weg vor ihnen ist sogar noch gefährlicher und ihr Abenteuer wird immer schwieriger. Werden sie meistern, was vor ihnen liegt? Der kluge Einsatz ihrer Abzeichen könnte der Schlüssel sein. Bye bye! Mach mal! Yoshi! Bye bye! Komm, hauen wir ab. Bye! Oh yeah! Du. Du, du, du. Speichern. Ah, schickes Gebäude. Was haben wir denn hier? Der nächste Weg. Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle Wundersamen im Wölkchengebirge gefunden. Zur Belohnung hältst du 100 Blumenmünzen. Wir haben alles hier gefunden. Wir sind direkt durch. Ah. Cool. Gemacht. Lass uns eine Propellerblüte nehmen, um zu den Blüteninseln zurückzukehren. Hier fehlt ein ziemlich starker Wind, also halte dich gut fest. Jappa! Yoshi! Genau das. So, zurück zum Blüteninseln. So eine Zwischenwelt. Welt 7. Und Spezialwelt ist Welt 8. Keine Ahnung, Mann. Okay, hier rechts wird es wahrscheinlich was öffnen, oder? Ja, was macht denn der Fischer da? Also los, Königsamen! Vertreibe alle die Piranha-Wolken, die Bowser beschützen. Yes, sir. Yes, Baus. Was um noch einer? Plop.
Einfach eingesammelt. Boah, ihnen gefällt das gar nicht. Toll, es hat funktioniert! Ich danke dir für alle Hilfe. Am besten machen wir gleich weiter. Aber wo? Ah, ich weiß! Der Güldenfälle, die Güldenfälle, ganz oben am Wasserfall soll einen Quellexamen geben. Beginnen wir unsere Reise, indem wir nach Osten zu den Güldenfällen gehen. Das ist nach rechts, ne? Ja. Yep. Wird so aufgebaut. Was machst du denn hier? Wie ist es dir auf deinen Reisen ergangen, Prinz? Fische habe ich keine mehr gefangen. Da war aber eine Flasche mit einer seltsamen Botschaft. Da steht Delfin-Kick-Abzeichen. Schwimme wie ein Fisch im Wasser. Ich frag mich ja, was das mit gemeint ist. Weiß ich jetzt auch nicht genau, was damit gemeint ist. Ah, nee, komm, ich lass es. Ich kauf nix. Ich kauf gar nichts an euch allen hier. Vielleicht zum Level. Wenn du einen bestimmten Level suchst, so geil. Ja, und da einfach A. Ja. I know. Okay. Delfin-Abzeichen. Nee, Abzeichentest. Delfin-Kick 2. Dann wechseln wir mal unser Abzeichen. Ja, das wird automatisch gemacht, okay. Kann Yoshi schwimmen? Eigentlich, also Mario Sunshine nicht. Mal gucken, wie es hier ist. Ja, kann er das. Kann er das. Gibt es hier wieder ein Wettrennen? Bitte nicht. Bitte, das ist einfach nur ein Parcours. Wow, wow, was? Okay. Alles klar. Und da ist eigentlich ein Pilz drin. Okay. Verstehe. Schneller, 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 schneller! Okay. Und durch. Komm, und durch, und durch, und durch, und durch. Und durch. Good job. Boah, wie schnell das zugeht. Da, die brauchen wir, die brauchen wir. Da! Und darf ich den Tunnel in Kauf nehmen? Ich weiß ja nicht, ey. Was hast du für Sound? Yoshi hat aber auch neue Sounds, oder? Kann das sein? Ich glaube auch, dass Yoshi neue Sounds hat. Ja, ich versuch's. Ein bisschen da hoch, ein bisschen da. Oh Gott, da ist was. Safe, da ist safe was. Ja, war klar. Das war so klar wie Kloßbrühe. Lass mich da bitte durch. Dankeschön. Dankeschön. Die Münze nehme ich da auch noch mit. Da oben ist noch was. Komm ich denn da hin? Ich komm mal hier durch. Ach, jetzt wahrscheinlich nur. Okay, ich ruhe mich aus, bis ich bereit bin. Ich bin bereit. Ich bin ready. Los geht's. Das war close. Ist sie vorbei? Warte, mir fehlt aber noch eine. Ja, mir fehlt noch eine. Ich könnte. Nein! Oh Mann! Oh Gott, ich stelle mich gerade richtig schlecht an. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Verdammt. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Okay, ich gehe einfach unten rum. Einfach so rum. Da muss ich durch. Ja, da ist es. Ich wusste, es ist hier. Ich habe es irgendwie geahnt. Yoshi hat einfach den Riecher dafür. Danke. Ich gehe mal oben lang. Also oben zum Ausgang. Weil ich glaube, rechts ist ein normaler Ausgang, oder? Ich kann mir vorstellen, dass hier oben, ja, ein besserer ist. Yeah! Yoshi ist erfreut. Er wäre aber noch mehr erfreut, wenn er den Like da lassen würde. Schau, wie freudig er ist, ja. Na gut. Ja, wir wurden nicht erwischt. Noch nicht zumindest. Und das kann auch so bleiben. Nee. Lass mal. So, hier haben wir Wiggler-Entwicklerin zu Land und zu Wasser. Wer ist schneller, Yoshi oder Wiggler? Finden wir es heraus. Aber ich cheat einfach mal ein bisschen. Oh, was? Soll das hier nehmen? Ich wollte jetzt eigentlich sagen, ich nehme hier das Dingsabzeichen, das Jet-Antriebabzeichen, aber ich soll ich wohl den Delfin machen. Na gut. Naja, Wigglerin, verstanden. So, Wiggler. Good luck, have fun. Und. Go! Oh, da war Wasser. Da hätte ich springen sollen. Alles klar. Ah, die muss ich nehmen zum schneller werden. Ob
Okay. 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 Bin gerade Probleme. Sehr gut. Kann ich jetzt gut gebrauchen. Danke. Oho. Noch einfach mal nebenbei was gefressen. Noch mehr fressen. Und jetzt leider da oben was verpasst. Nein. Nein. Er ist vor mir. Jetzt nicht mehr. Yay. Und weiter, weiter, schnell, schnell, schnell. Nein, aua. Um uns treffen lassen. Okay, egal. Einfach weiter, einfach weiter. Hier können wir durch, wenn wir groß sind. Wir sind Yoshi. Yoshi ist immer wie als wäre er groß. Ist ein großer Yoshi. Groß und stark. Und geschafft. Unter einer Minute. Wirklich ist erfreut. Dankeschön, Kumpel. Hab die ganze Zeit nach 10er-Münzen gesucht, aber ich habe vergessen, dass es die gar nicht gibt. Ja. Wollte halt sehen, ob wir gut schwimmen können. Mit Yoshi ja. Mit Yoshi können wir es ja. Geschafft! Wir waren schneller als Wiggler und haben sogar noch den Wundersamen bekommen. Das ist ja unglaublich, wie schnell sich dieser Wiggler bewegen kann. An Land und sogar zu Wasser. Wiggler hat's echt drauf. Das hat er. Das hat er. Was haben wir denn hier? Schlechtwetterfront mit Sturzregen. What? Was geht denn da ab? Nehmen wir mal... Ja, mein Lieblingding. Den Fallschirm. Oh, die Musik. Die kennen wir doch. Oder? Hi. Ja, die Musik kennen wir. Wie süß Yoshi einfach guckt. So, was? Ich kann nicht unter Wasser essen. Nein, verdammt, bist du hoch. Komm, regnet bitte wieder. Bitte wieder weinen. Und die weinen. Echt? Der Ozean schmeckt nach Tränen? Nein, ich habe noch keine Zeit. Ich hab's eilig. Auf jeden Fall. Boing. Hey, du da. Ich brauch da... Achso, unten schwimmen. Okay. Dumm. Oh, jetzt sag mir nicht... Oh, ich brauch das Abzeichen, oder? Ja, das Ding ist, man soll da eigentlich entweder mit Abzeichen oder mit dem Koopa-Panzer durch. Ich bin Yoshi. Ich kann das aber nicht mit dem Koopa-Panzer, also... Ist das gerade sehr ärgerlich. Warte, ich kann mich auch nicht killen lassen gerade, ne? Ich kann mich in diesem Level gerade nicht killen lassen. Ich kann mich halt wirklich nicht killen lassen. Und das kommt wahrscheinlich wieder ein Checkpoint, oder? Ja. Den nehme ich mal nicht. Den nehme ich extra nicht. Taktisch. Ich brauche natürlich keinen Checkpoint, das auch. Das natürlich auch. Was versteckt ihr mir hier? Was ist das hier? Noch eine Blume. Noch eine Blume. Aha, aha. Noch eine. Und der Weg nach draußen. Da rein. Und ein Secret. Ein Herz. Ach, wie nett. Ja, ich auch. Ah, schön. Ja, das zweite habe ich leider verpasst. Das hole ich gleich nach. Und hier braucht man Elefanten, aber... Ich bin die Yoshis, die sind keine Elefanten. Heute nicht. Und auch morgen nicht. Nö, ich lasse die Checkpoints. Ich will sie nicht nehmen. Oh, vielleicht hätte ich es nehmen sollen. Was ist denn jetzt? Wow, das ging da von vorhin. Jetzt stürzen wir nicht ab, wir stürzen nach oben. Oh Gott. Da die Funny Music. Oh. Was zum. Boah. Einer vom Blitz getroffen vorhin. Ich wurde geblitzt. Oh nein. Yoshi ist einfach zu schnell. Too fast. Tschüss. Und tschüss. Sind noch mehr? Kann ich euch killen? Nee. Nein, kann ich nicht. Ah. Nein. Ich will den Stern nicht bekommen. Nicht gut. Hier gibt es sehr viele Pilze. Boah! Was sehr nett ist. Komm, gib her. Yes. Der Stern kann das mich nicht treffen.
Sauge ich irgendwie mit dem Stern die Dinger an? Irgendwie schon, oder? Echt? Du kannst dich dran gewöhnen? Ich weiß ja nicht. Wir werden in Sicherheit gebracht. Schön. Blom. Ja, danke schön. Dom, dom, dom. Und ab ins Ziel! Yippie! Yippie! Nee? Ist ja noch nicht das Ziel? Ich hätte jetzt gedacht, das bringt mich so zum Ziel. Ach, hier ist das Ziel! Na komm, bitte! Spam, spam, spam! Ich muss so, ich muss so, ich muss so! Okay! Wuhu! Ja! Yay! Wie eine große Flagge. Hm. Hallöchen, du da! Ah, Welt 3 werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Part erreichen. Bye. Mit einem der anderen Yoshis. Aber wir sind noch nicht durch mit der heutigen Folge, denn... Ja, wie gesagt, mir fehlt immer noch eine 10er-Münze, die ich schnell nachholen gehe. Mit dem Delfin-Abzeichen. Okay, wenn wir jetzt mit dem Abzeichen hier runterschwimmen... Ja, dann klappt's. Ja, entweder Koopa Panzer in der Hand halten mit einem normalen Charakter oder halt Abzeichen. Ja, jetzt muss ich noch schnell ins Ziel kommen. Wow! Was können wir denn noch machen hier? Wusstest du, dass du die Steuerung für Stampfattacken und Rennen anpassen kannst? Ja, wusste ich. Ja. Kommen wir da lang? Da ist dann wahrscheinlich Welt 4. Und hier ist Welt 3. Mach mal auf da! Ich will mir das Ganze mal nochmal anschauen. Hier ist nämlich kein Level. Hier ist nur ein Übergang. Welt 3. Güldenfälle. Eine Wasserwelt. Also, Graslandschaft, Welt 1. Danach Wolken. Und dann noch Wasser. Voila. Meister Poppel. Oh, es scheint sich Besucher eingefunden zu haben. Ich sollte sie begrüßen. Fump. Fump? Oh, das sieht aus wie eine Pyramide. Das ist ja voll cool. Boah, das ist aber eine riesige Welt. Ey, genial. Ich feiere das. I'm loving it. Das hier sind die Gildenfälle. Ich habe gehört, dass es ganz oben am Wasser für einen Königsarm geben soll. Da sah gerade pink aus. Falls du nicht mehr weißt, wo du gerade bist, kannst du auch L benutzen. Jo. Take the L oder not. Haus von Meister Poplin. Können wir ihn kennenlernen hier unten. Das ist aber nicht zu Hause. Oh, da ist er. Oh, wenn das nicht unser Prinz ist, ich heiße dich an den Güldenfällen willkommen. Hier erwartet dich eine wahre Kaskade an Prüfungen. Bist du bereit, dich vor ihnen auf die Probe stellen zu lassen? Es wird nicht leicht werden. Deine Aufgabe ist es, den höchsten Punkt des Wasserfalls zu erreichen. Dort findest du den pinken Königssamen. Moment mal, könnten wir den Teil einfach überspringen und den Königssamen gleich bekommen? Keineswegs. So sind die Regeln und die gelten auch für unseren Prinzen. Nur wer alle Herausforderungen meistert, darf den Königssamen seinen eigenen. Auch wenn die Welt gerade untergeht, ist es mir egal. Ihr müsst trotzdem die Prüfung abschließen. Jedoch gebe ich dir etwas, das dir auf deiner Reise nützlich sein soll. Ich erwarte dich weiter oben auf dem Wasserfall. Fump! Ich glaube an dich! Wow, oder diesen Pink. Schön. Wow. Na dann. Echt, wir müssen besser auf all diesen Wegen bis ganz oben schaffen. Mal überlegen, welches Abzeichen könnte sich am besten dafür eignen. Falls du mal ein anderes Abzeichen nutzen möchtest, ruf mir aber mit R. Kein Ding. So, hier haben wir also die erste Area. Es gibt hier eine Area, links und rechts, oben. Und dann ist da oben das Ende. Alles klar. Oh Gott, Suchtrupp wieder. Das dauert lange. Komm, wir kaufen am Ende des Passes noch ein bisschen was. Die schwierige Herausforderung, Freunde. Hier bist du richtig, denn bei uns blüht jeder Kunde auf. Was hast denn so Schönes? Ja, ist noch ein Wundersamen. Alles klar. Und komm, noch ein paar Standys. Was haben wir? Schwimmende Peach. Starre Kukulidi und dann kommen die Spoiler wieder. Komm, dann reicht es. Dann ist genug hier für mich. Da bin ich raus.